Die ORF Tirol Pflanzerei. Präsentiert von der Blumenwelt Hödnerhof in Mils und Ebbs. Draußen wird es immer kühler, da wächst die Lust auf ein heißes Vollbad. Herzlich willkommen zu einer ORF Tirol Pflanzerei, ganz im Zeichen der Farne. Und Peter, Farne machen sich ganz besonders gut zwischen Waschbecken, Dusche und Badewanne, oder? Ja, sie sind die idealen Badezimmerpflanzen. Sie sind warm und feucht und brauchen keine direkte Sonne. Perfekt, als wenn die Natur schon vor 300 Millionen Jahren gewusst hätte, dass wir Menschen irgendwann einmal Badezimmerbegrünung brauchen. Ja, und diese Urgewächse füllt dann auch die Luft. Das ist auch ein schöner Effekt. Schön ist auch die große Auswahl. Peter, du hast ja diese Badewanne voll bepflanzt mit verschiedenen Farnen. Der da ist wirklich schön, das ist der Frauenhaarfarn, heißt der. Der wird sich jetzt gut machen, da in der Nähe der Kämme von der Partnerin zum Beispiel, wird thematisch dazu passen. Aber für uns Männer gibt es auch einen Farn. Nicht für alle, aber für manche. Zum Beispiel der Hirschgeweihfarn oder Geweihfarn. Aber es gibt da noch viele tolle andere Spielarten. Peter, diese Farne sind alle so wunderschön, kräftig grün. Muss man die viel düngen eigentlich? Nicht oft, denn der Waldboden ist ja auch nährstoffarm. Und wenn die Spitzen einmal braun werden, dann muss man ganz einfach ein bisschen mehr duschen für die Luftfeuchtigkeit, oder? Ja, waschen schadet nie, Thomas. Farne also sind ideal fürs Badezimmer. Sie mögen es gern feucht, ein Fenster genügt ihnen und mit dem Düngen hat man auch keinen Stress, sagst du. Und es gibt eine große Auswahl. Jetzt also die ideale Zeit, um Ihr Badezimmer mit Farnen vielleicht aufzupeppen. Die ORF Tirol Pflanzerei. Präsentiert von der Blumenwelt Hödnerhof in Mils und Ebbs.